Letztes Mal in Rise of the Tomb Raider. Okay, jetzt Waffe wechseln unbedingt. Jawohl. Die bleibt echt hier oben liegen, die fucking Granate. Was ist denn das bitte? Oh, wie soll das denn gehen, Alter? Bleibt die Granate neben dem Ast da oben liegen? Wollt ihr mich verarschen? Und jetzt wieder alle gegen Trinity. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Rise of the Tomb Raider. Es gibt ein Problem mit dieser Folge, nämlich ein ganz heftiges, und zwar ist meine Commentary-Spur völlig zerstört. Die ist weg. Das heißt, ich habe für diese Folge jetzt kein gescheites Commentary. Ich habe mich aber entschieden, diese Folge trotzdem so hochzuladen. Die wird jetzt zum größten Teil unkommentiert durchlaufen. Und das ist aber wichtig, da sie einige sehr relevante Story-Abschnitte enthält. Und ich denke, es sollte trotzdem halbwegs unterhaltsam sein, nachdem wir dann gleich mal davon die Treppe betreten werden und hochgehen werden. Tja, ist blöd gelaufen jetzt. Ich muss in nächster Zeit da ein bisschen besser aufpassen, woran das liegt. Und muss da mal auf Fehlersuche gehen. Eigentlich hätte alles funktionieren müssen, weil die Einstellungen waren okay, aber naja, es hat eben nicht funktioniert. Auf geht's in die Story. Ich verabschiede mich dann nochmal schnell am Ende der Folge. Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen! Jonah! Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara, aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden. Mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig.
Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte, bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet. Ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Alle Einheiten kommen! Wir müssen uns um sie kümmern! Wir sind fast in Position. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Sie sind hier. Feuer frei! Auf geht's raus! Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. T4, zwölf Anführer Sonne. Verdammt! Wir kümmern uns darum. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle angreifen. Weg hier!
Was schubst also nicht hier vor? Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen.
war der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Gitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich.
Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. So, Freunde, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß an dieser Folge. Sie hatte ja doch einige sehr wichtige Story-Teile drin. Und ja, in der nächsten Folge sehe ich natürlich zu, dass das Live-Commentary wieder ordentlich funktioniert, so wie das gedacht ist. Ich weiß nicht, was hier schiefgelaufen ist, echt ey. Also, sorry nochmal, Leute. Ich verabschiede mich jetzt aus dieser Folge, ja, und ich hoffe mal, ihr seid trotzdem dann wieder dabei, wenn es wieder heißt Rise of the Tomb Raider. Und wir werden mal sehen, ob das mit der göttlichen Quelle jetzt alles noch so gut geht oder nicht. Ja, schauen mal. Irgendwie werden wir das schon gedeichselt kriegen. Tja, und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt vor allem gesund, das ist ganz wichtig. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Haut rein!